Heute kann man kaufen von Anziehsachen, Jacken, Oberteile, Unterteile, Kleider, Röcke. Nebenbei haben wir auch Bücher. Also eigentlich alles, was das Frauenherz begehrt. Die Frauen können hier in aller Ruhe shoppen gehen. Gibt es denn auch was für die Männer? Nein, leider nicht. Aber die dürfen sich dann freuen, wenn die Frauen mit schicken neuen Sachen nach Hause kommen. Wir machen das Ganze zweimal im Jahr. Na, also immer Freitagabend, wenn die Frauen ihre Kinder im Bettchen haben und die Männer mal auf die Kinder aufpassen müssen, dann dürfen die Frauen hier bei uns shoppen gehen. Die Leute, die hier ihre Sachen abgeben, haben etwas davon finanziell und wir haben was für unsere Kinder, speziell für den Kindergarten oder eben andere Organisationen, wo die Kinder eben sich mal freuen über eine kleine Spende. Jeanette, sogar ein gebrauchtes Brautkleid gibt's hier. Ja, und zwar hat das einfach jemand mitgebracht. Und wir haben es einfach hier oben auch auf die Puppe gehangen, damit wir es zur Schau stellen. Wir wissen auch noch nicht, was es kosten soll. Falls sich jemand findet, werden wir frei über den Preis verhandeln können. Willst du das jetzt kaufen? Nein, ich hatte es nicht vor. Es ist mir leider zu kurz. Wie gefällt es dir? Eigentlich ganz gut. Weiß ist eine schöne Farbe. Wie gefällt dir das hier mit dem Ladies-Flohmarkt? Ich bin jetzt schon seit 3-4 Jahren dabei und es wird jedes Mal besser und ich freue mich jedes Mal drauf. Also ich finde es echt eine gute Möglichkeit, auch ausrangierte Sachen zu finden, die auch echt noch gut in Ordnung sind. Also die Qualität ist auch meistens noch sehr gut. Naja, ich finde ihn eigentlich ganz okay, gut. Ich komme jedes Jahr hier mit meiner Mama. Also ich finde es hier super. Ich habe schon ganz viele Sachen gefunden und ich werde nächstes Jahr nochmal herkommen. Und ja, für mich ist natürlich auch positiv. Ich kann meinen Kleiderschrank ausmisten und kann vielleicht noch nebenbei ein bisschen Geld machen, sage ich mal, für Sachen, die ich eh nicht mehr angezogen habe. Es ist lustig. Man hat mehrere Freundinnen meistens dabei, die dann auch Ja sagen oder Nein, wenn es einem gar nicht steht. Also das ist die Hauptsache. Und auf die kann man sich eigentlich auch verlassen, wenn man seine Freundin dabei hat. Und dann ist es lockerer wie im Laden. Steht denn das Einkaufen hier im Vordergrund? Ja, schon, aber eben auch der Spaß. Und wir haben uns eben entschieden, hier auch die Bar zu besuchen. Und es gibt hier auch Getränke und Essen. Sehr lecker übrigens. Ja, heute haben wir Wildkräutersuppe, Kürbiskernsuppe, Matjesbrötchen, Zwiebelkuchen aus dem Backhaus, gebacken von den Landfrauen. Macht Shoppen hungrig? Auf jeden Fall. Eine gute Suppe, ein Gläschen Sekt, da geht das Shoppen noch mal so gut von der Hand. Tschüss! Ist die Arbeit wichtig, die hier gemacht wird? Ja, ist die wichtig. Warum? Die ist fürs Dorf wichtig, die ist wichtig, um miteinander zu kommunizieren und die ist auch wichtig, dass wir ein bisschen Geld einnehmen. Braucht der Kindergarten Geld? Ja, wir brauchen Spielgeräte, wir wollen unsere Außenanlage neu machen, auch wenn ich nicht mehr im Kindergarten jetzt arbeite, aber das ist ja jetzt heute der 10. Flohmarkt und wir haben den vor 5 Jahren ins Leben gerufen und ist immer ordentlich was rumgekommen dabei, für die Kinder.